Hallo, ich bin der Diebler Carlos. Ich habe ein ganz komisches Grinsen. Ich bin ein Joker. Hallo und willkommen zurück bei Ark auf der PlayStation 4 auf meiner Singleplayer-Welt. Und ich wollte ja mit dem lieben Rex losziehen. Jetzt kam mir der Gedanke, hier sind so viele Raptoren. Meine Zähmgeschwindigkeit auf dieser Map ist recht schnell. Und ich habe ein paar Betäubungspfeile und kann mir doch vielleicht so eine kleine Raptorenarmee schnecken, oder? Mal gucken, was passiert. Das ist jetzt einfach wirklich alles so aus Fun. Und jetzt habe ich den aus den Augen verloren. Wo ist er denn hin? Sag mir nicht, dass der kann doch nicht gestorben sein. Hallo, Rappi. Rappi? Hast du den Raptor gesehen, Digga? Nö? Mist. Nicht wundern über den Namen, das war ja, weil ich weiß, viele von euch sind ja immer noch frisch da und erst bei dem Server dazugekommen. Die Namen sind aus fleißigen Kommentarschreibern bei meinen Dinos. Ja. Oh, was ist denn da unten los? Alter! Zwei Raptoren, definitiv. Da ist noch ein Terry. Oh, okay. Leck. Schauen wir mal, was wir hier reißen könnten. Nur gucken, dass ich einen erwische. Na komm. Ich weiß, hocken und ich kann besser zielen und so, aber ich glaube, die sind zu weit weg. Aber eigentlich zwei Raptoren soll die eigentlich aushalten, also mal im Ernst. Da. Auch wenn die Schwierigkeit gerade, wie schon erwähnt, ein bisschen höher gestellt hat. Der ist ja fast tot. Der tötet ja fast den Raptor, der andere. Was ist mit den Raptoren hier los? Bei dir Muschis? Wo denn jetzt hin? Hallo, kommst du mal. Hallo, Digga? Ich wollte mit dir kämpfen. Stehen bleiben. Wunderbar. Treffer. Aber wahrscheinlich rennt er jetzt noch weiter weg, wa? Du Sackratte, du bist so eine feige Sau. Hallo? Okay. Jetzt habe ich mich mal komplett aus den Augen verloren. Gut. Rexy, bei dir ist hoffentlich alles so Roger. Bist ja auf Passiv. Wenn ich wenigstens wehren würde, wenn er angegriffen wird. Gut, aber hier war doch noch ein zweiter. Das andere Vieh, das hat ja die Raptoren fast gekillt. Okay, Raptoren sterben hier, oder was? Dort ist wieder... Hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Was sagst du? Ich habe keine Ahnung, ich stehe hier. Na komm. Alle hopp. Du hast ein Level Up, das sollten wir mal ausnutzen. Und zwar, wir gehen auf... Alter, Nahkampfschaden, das... Wir gehen mal auf Gewicht ausnahmsweise. Oder nee, aus... Gewicht. Okay, Nahkampf. Ich glaube, die Werte habe ich... Ich glaube, ich habe da ein bisschen Scheiße gebaut bei den Werten. Ich glaube, die sind gerade übertrieben hoch. Mal gucken, was passiert. Hallo, ich habe Hunger. Okay, mein Rex ist ein bisschen stärker. Gut. Ich glaube, die anderen sind es auch. Ach, egal. Kano, hallo. Mein Habba, danke. So, wo sind die Raptoren? Sind die jetzt alle abgehauen? Ich hoffe nicht. Okay, legen wir uns mit dem Terry an. Ach komm, YOLO. Ich glaube, das ist immer noch nicht stark genug für mich. Okay, Level 3. Alles klar, sie erledigt. Gut. Ich glaube, ich muss mal in meinen Einstellungen mal wieder was runterschrauben. Das ist ja total Schwachsinn. Ich glaube, das war vom Stream. Da habe ich irgendwas eingestellt, damit wir ein bisschen Spaß haben, alle zusammen. Und habe es im Endeffekt irgendwie nicht zurückgestellt. Das ist natürlich ein bisschen dumm. Weil das ist ja übertrieben stark. Das ist eine Schlange. Gesundheit. Einfach mal so. Ja, da freut er sich. Okay, mit der Schlange müssen wir das nicht anlegen. Die bringt uns ja irgendwie einen Scheißdreck. Ich will Raptoren. Ich will eine Raptorenarmee. Oder eine Rexarmee. Aber dafür habe ich, glaube ich, nicht genug Pfeile mit. Wir gucken, was hier jetzt alles so rumläuft. Und rumgespawnt ist. Gut. Und? Ah ja, na klar. Ich hätte natürlich gerne den Bionic-Anzug. Und die Nacht ist immer noch auf Kurs gestellt. Jetzt sehe ich trotzdem nichts. Aber ihr seht mehr. Ihr seht auf jeden Fall mehr als ich am Fernseher. Weil ich sehe es dann nämlich in der Aufnahmevorschau. Das sieht bei euch gut aus.
Dummerweise kann ich jetzt die Tiere nicht erkennen, die hier eventuell rumlaufen. Komm, wir sind einfach mal auf Massaker-Tour hier. Okay, du rennst vor irgendwas weg. Ja, da rennt er vor irgendwas weg. Auf jeden Fall muss ich gleich kurz mal Ausdauer auftanken. Gucken, was hier am See los ist. Eigentlich ist es auch eine geile Ecke hier, oder? Ich finde es schön. Könnte man eigentlich gut da oben bauen, wobei ich glaube, der Platz ist gar nicht so groß. Um zu wissen, damit ihr mal wisst, wo ich überhaupt bin. Ja, okay, ungefähr da. Meine Handschuhe sind im Weg. Aber ungefähr da sind wir. Ja, kack ruhig. Oh, da ist ein Kroko im Wasser. Hallo, Kroko. Hallo. Was ist denn das? Was ist denn da oben? Da möchte nämlich der Kroko auch einen Vogel. Ja, ja, ja. Komm. Ach ja, der Server wird wahrscheinlich wieder on sein, schon lange. Und wahrscheinlich habe ich sogar schon drauf aufgenommen. Aber hier kommt ein bisschen Abwechslung, muss sein. Obwohl das ja nicht das gleiche ist wie auf dem Server. Nur wir sind mal in einer anderen Umgebung. Ey, ich sehe nichts. Hallo? Hallo? Oh Gott! Hallo? Ich sehe nichts. Lass mich raus hier. Da. Ah, hier sind wir. Und hier, jetzt stehen wir hier oben und... okay, kein Gebrüll. Auch okay. Zumindest habe ich es nicht gehört. Kann auch mein Kopfhörer liegen. So. Jetzt wisst ihr, wer hier der Herr im Hause ist. Wir gehen einfach mal wieder weiter. Das mit den Raptoren war echt komisch. Vor einer Stadt, dass die rumgemetzelt haben, wurden die ganz schön abgemetzelt. Irgendwie sind die ganz schön schwach auf der Brust. Dabei dachte man, Raptoren, hey, komm. Machen wir einen Jurassic Park und hauen die Dinger mal so richtig schön stark ran. Die Todesüberrenne ich auch einfach mal. Die Level sind viel zu klein. Die muss die Schwierigkeitsgrad mal echt viel mehr erhöhen. Das wäre bestimmt witzig. Geht bestimmt was Witziges bei rum. Kommst du, Leute, wir wollen hier was sehen. Wir wollen hier. Massaker. Wir wollen hier T-Rexe. Und nicht irgendwie so ein Kram hier. Das ist ja langweilig. Gott, ist der stark eingestellt. Heieieiei. Jetzt vermisse ich dann doch den Server. Das ist alles so ein bisschen humaner. Das ist alles ein bisschen normaler. Man hat sich ja auch sehr schnell dran gewöhnt. Also, okay, jetzt muss der Rexy mal kurz ausruhen. Ein... Danke. Ein Nerdbrain-Skin. Coole Sache. Cool, den habe ich eigentlich noch gar nicht gehabt. Ich dachte, der ist nur bei Oviraptoren drin. Mysteriös. So, du kommst jetzt mit. So. Wer möchte als nächstes? Auf Terry habe ich gar keinen Bock, aber okay. Komm mal her. Hoppa, hoppa. Level 1. Mal ernsthaft jetzt, hallo? Raffi kommt mit, ne? Ja. Das finde ich gerade echt ein bisschen doof. Ich habe eigentlich ein bisschen mehr Herausforderung für euch erhofft, aber... Ja. Ich habe mir aber auch komische Viecher. Zack. Und zack. Weiter. Ja klar, die Dodo-Eier, die habe ich jetzt natürlich erstmal ein bisschen vernachlässigt. Kann man ein bisschen andermal machen. Hast du dich gerade erschrocken oder was war das für eine Aktion? Stellt sie auf und fliegt das mal weg. So. Ich weiß, die Hartgesottenen von euch, die schauen sich das hier auch an. Hashtag schauen alles, ne? Muss ich immer mal wieder raushauen. Und jeder, der es ins Kommentar schreibt, da weiß ich, der hat es bisher geguckt. Meistens. Was ist da los? Das ist eine Schnecke. Und die greifen die Schnecke an, ihr Schweine! Gut, jetzt habe ich die Schnecke selber getötet. Ach, was wollt ihr denn? Kommst du damit klar oder nicht? Nee, kommt er nicht. Alter, so viel brauche ich gar nicht. Huch! Mega Neurer. Das ist natürlich nicht lustig. Jetzt mach doch mal da fertig. Oh, oh. Raptor geht's jetzt nicht so gut. Alter, der ist schon wieder... Oh, nee, da passt noch einiges rein. Da. Na komm. Gehen wir mal hier runter. Falls wir runterkommen, ich hoffe es. Und das muss ich den Trick von euch anwenden, den ihr schon mit
10-mal in die Kommentare geschrieben habt. Wenn du runterfällst mit dem Dino, steigt kurz vorm Aufkommen vom Dino ab. Ach du meine Güte, was ist denn hier los? Lass dir mal das, was auch immer, in Ruhe. Danke. Was ist denn das? Das sieht von der Farbe her so komisch aus. Bist du tot? Nö. Ach, ein... Sag mal, ein, was bist du? Diplocaulus. Wie siehst du denn aus? Hallo, ich bin der Diplocaulus. Ich habe ein ganz komisches Grinsen. Ich bin ein Joker. Ja, so sieht er zumindest aus. Zack. Oh nein, so war es nicht gemeint. Na ja, gut. Können wir jetzt trotzdem? Ja, natürlich. Na gut. Dann hat der Raptor ein bisschen Spaß. Muss auch mal sein. Was ist denn hier überhaupt los? Ein Frosch. Oh, den hätte ich auch noch gerne. Stimmt ja eigentlich. Und ein... Was ist... Hä? Das ist Blutegel. Könntest du mal ganz kurz auf Passiv? Dankeschön. Ach komm, schon. Och Mann, ihr seid so ekelhaft. Ihr seid so eine dumme Kackviecher, ne? Könnt ihr ihm aufhören? Ausgesaugt. Oh, Alter, was kommt da alles? Ach du Scheiße. Wie viele sind denn das? Okay. Alter! Für die Plage, ey. Stirb, stirb. Stirb. Ja, ich weiß, ich hätte sie nicht auf Passiv setzen sollen. Dann wäre das auch nicht passiert. Sind sie alle tot oder nicht? Oh, jetzt habt ihr alle Igel dran, ey. Mann, Mann, Mann. Gut, kann ich ein Feuerding machen? Kann ich natürlich nicht machen, wa? Lagerfeuer, komm, wir müssen das mal machen. Wie sieht es eigentlich mit mir aus? Ja, noch recht gut. Was brauchen wir? Stein und Holz nochmal. Okay. Stein. Und. Oh, haben wir. Zack, zack, zack. Das ist richtig, das ist scheiße. Lagerfeuer, danke. Setzen. Leck. Zack, zack, zack. Und einmal reinstellen, bitte. Danke. Und jetzt darf ich erstmal euch erstmal davon befreien, natürlich. Und zack. Aber jetzt habt ihr nochmal gesehen, wie man sich selber Blutegel entfernt. Einfach ins Feuer stellen. Hatte ich anfangs auch nicht gewusst, wurde mir in den Kommentaren gesagt. Ich wusste das mit dem Feuer, aber nicht, dass man sich komplett reinstellen soll. Was ist eigentlich bei dir los? Können wir dich da ein bisschen pumpen? Pumpen, pimpen? Vielleicht so ein bisschen... Sag mal! Nahkampfschaden. So, bisschen starker Raptor. So, auf jeden Fall hier weg, weil mit den Blutegeln... Hallo, was ist mit dir los? Überladen. Natürlich. Natürlich sind wir mal wieder überladen, weil ich... Oh Gott! Ich habe die ganze Scheiße eingesammelt habe. Nein, Blutegelkram, den behalte ich jetzt nicht. So. Oh Mann, ist das nervig. So, dankeschön, bitteschön. Genau, kannst du mal überall rumlaufen. Warum hat das denn jetzt eingesammelt? Bist du dumm? Och Mann, wartet mal. Zack. Hola. Wunderbar, jetzt bist du aber sowas von erleichtert, wa? Jetzt müssen wir dir nur mal ganz kurz Futter holen. Ja, du gibst ja nicht nur Futter, du gibst ja auch noch irgendwie anderen Scheiß. Irgendwas, das ich finde. Und jetzt jammer nicht, dass du Hunger hast. Musst du eben mehr fressen. Scheiße, hier war ich doch schon. Jetzt bin ich im Kreis gerannt. Ach, komm schon. Was bist du denn? Hä, was bist du denn? Ein Zebra! Naja. Das sieht ja komisch aus. Jetzt habe ich auch ein nächstes Raptor hinten geblieben. Ach komm, leck mich doch im Arsch. Ah, nee, das her. Jetzt haben wir wieder Essen. Sehr schön. Die Karawane zieht weiter. Der cool. Deine Ausdauer müssen wir auch nochmal üben, ne? Ich finde es gerade echt scheiße, dass so wenig Böses rumläuft. Dass man eventuell auch zähmen könnte oder sonst irgendwas. Oh. Außer, dass da jetzt natürlich mal wieder ein Kano rumläuft. Das ist ja auch mal wieder was Neues. Das ist sowieso nichts.
Level 7. Serious? Der juckt noch nicht mal meinen Finger. Das sieht aber aus wie der Kack, ey. Das sieht aus. Triceratopse. Da links ist ein Krokodil, was irgendwie total aggro ist. So würde ich mich auch gerne mit dem Alpha anlegen. Ich weiß nicht, ob mein Rex das aushalten würde, wäre natürlich witzig. Hallo, Kroki. Hallo. Zack, zack, zack. Viel zu stark. Jetzt hängt... Jetzt hängt ja schon wieder daran fest. Ach, schon wieder... What? Okay. Ich sag doch, die Raptoren sind irgendwie echt schwach. Von einem Mega-Piranha getötet. Also mal ganz im Ernst, hallo? Glück hat er keinen Namen bekommen. Okay. Hallo, Baum. Danke. So, jetzt gucken wir noch mal kurz nach vorne am Strand, ob da noch irgendwas ist. Aber ich wage es gerade stark zu bezweifeln. Okay, ich weiß, wo ich hätte hinlaufen sollen. Ne? Dann in die Ecke zum Schneebiom. Da ist immer Party. Da geht richtig was ab. Ja, hätte ich mal vorher überlegen sollen. Und ja, ich weiß, er hat ein Level up. Gut, hier ist auch nichts. Dann würde ich sagen, Folgenpause. Ich gehe davon aus, dass es dann bei der nächsten Folge weitergeht mit dem Server. Mit der dummen Überraschung, die ihr wahrscheinlich schon alle kennt. Nämlich, alle meine Tiere sind tot. So gut wie eben. Außer Diego. Na gut. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine Bewertung da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.